Yo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr habt es am Titel schon gesehen, wir machen weiter mit der K-Hi-Fi Basic Serie und in diesem Video kümmern wir uns mal ein bisschen um das Thema Störgeräusche. Wo kommen die her? Welche Möglichkeiten kann das haben? Und welche Fehler habe ich vielleicht beim Einbau gemacht, damit ich jetzt Störgeräusche habe? Erstmal vorweg, es gibt sau viele Möglichkeiten für Störgeräusche. Ich werde in diesem Video nur auf zwei oder drei spezifische Fehlerursachen eingehen, die somit die häufigsten sind. Fehler, die ich persönlich schon hatte, die ich gesehen habe, wo ich was zu sagen kann. Natürlich könnt ihr euch auch Störgeräusche reinholen, indem eine Endstufe intern irgendwo kaputt ist, dass irgendwo ein Kondensator oder ein Transistor kaputt ist und der Störgeräusche verursacht. Da gehe ich in diesem Video nicht drauf ein. Ich werde euch aber am Ende des Videos kurz erklären, wie ihr guckt, ob eventuell die Endstufe kaputt ist oder eventuell irgendein anderes Bauteil. Aber wenn ich auf alle Variationen eingehen würde, würde dieses Video zu lange gehen. Wir kümmern uns deswegen nur um die typischsten und die, die am häufigsten passieren. Erstmal vorweg, es gibt zwei grundlegende Arten von Störgeräuschen. Es gibt einmal das, sollte bekannt sein, dass Lichtmaschinen pfeifen. Falls ihr das nicht kennt, ich spiele euch das mal hier kurz ein. Klingt absolut fürchterlich. Wird immer höher, desto höher die Drehzahl des Motors ist. Deswegen heißt es Lichtmaschinenpfeifen, da es von der Drehzahl der Lichtmaschine abhängig ist. Ist einfach nicht schön. Ja. Und es gibt, ich weiß nicht, ob es dafür irgendeinen speziellen Ausdruck gibt. Ich nenne das mal ein Knacken bzw. ein Klopfen. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr das schon mal hattet. Ihr macht eine Anlage ein oder aus, obwohl das noch einen anderen Grund hat. Da gehe ich in einem anderen Video drauf ein. Aber ihr fahrt über irgendwie einen Huckel oder sowas und ihr merkt, der Subwoofer, der haut einmal richtig durch. Ja. Das sind die zwei grundlegenden Arten. Wir fangen mit dem Knacken bzw. mit dem Knallen an. Wo kommt das her bzw. wo kann das herkommen? Ganz klar eine schlechte Masse bzw. Stromversorgung der Endstufe. Oder auch ein Wackelkontakt in der Signalleitung. Obwohl ich persönlich das noch nicht hatte, was ich so gesehen habe, war es immer eine schlechte Masseverbindung, ist auch naheliegend. Es reicht schon, wenn ihr irgendwo die Masseverbindung am Rücklicht oder sowas habt, was sowieso schon nicht gut ist, und dann die Schraube sich ein bisschen lockert, dass die Ringöse in der Befestigung einfach Spiel hat. Und wenn ihr jetzt über den Huckel fahrt, bricht kurz der Kontakt ab, schließt sich wieder und dadurch ballert der Subwoofer einmal raus, was geht. Und dadurch habt ihr so ein Ploppen, so ein Knallen drin. Es gibt noch das Ploppen bzw. Knallen beim Einschalten der Anlage. Das ist aber was anderes. Da gehe ich in einem anderen Video detaillierter darauf ein. Das kommt vom Radio. Das, was ihr so bei der Fahrt merkt, das kommt mit 100% oder mit, 50%iger Wahrscheinlichkeit durch die Stromversorgung oder eben durch einen Wackelkontakt in der Cinch-Leitung, das kurz das Signal abreißt. Obwohl, wie gesagt, ich persönlich das noch nicht hatte. In meinen Fällen waren es immer die Stromleitung. Das ist die Masseleitung oder eben die Plusleitung. Wie könnt ihr dagegen Abhilfe schaffen? Ganz klar erstmal alle Schraubverbindungen der Stromversorgung überprüfen. Die Masseleitung, damit würde ich anfangen. Die Verbindungen an der Endstufe selber, sind da vielleicht die Kabel rausgerutscht oder kaputt gedrückt oder irgendwie, dass da irgendwas locker ist. Und dann natürlich auch die Plusleitung. Ist die Plusleitung vorne an der Batterie richtig befestigt? Ist der Sicherungshalter richtig montiert? Ist da vielleicht irgendwo was lose, wo der Kontakt abreißen könnte? Und das einfach dann bis zur Endstufe fortfahren. Oder wenn ihr einen Kondensator drin habt, das passiert auch gerne, dass sie am Kondensator dann leicht locker werden. Das solltet ihr überprüfen. Und dann habt ihr schon mal dieses Knacken bzw. Knallen weitestgehend eliminiert. Machen wir weiter mit dem typischen Lichtmaschinenpfeifen. Wo kommt das her? Das Lichtmaschinenpfeifen kann zwei Gründe haben. Fangen wir an. Der meistverbreitete oder wodurch es häufig zustande kommt, ist, dass die Kabel schlecht verlegt sind. Wie ich euch das im letzten Video auch schon erzählt habe, ist es wichtig, dass ihr das Stromkabel von dem Cinch-Kabel getrennt verlegt. Also das Stromkabel auf der einen Seite, das Cinch-Kabel auf der anderen Seite. Was nämlich passiert, das Stromkabel, ihr habt jetzt hinten eine dicke Endstufe drin, habt dementsprechend auch ein vernünftiges Kabel, ein dickes Kabel da drin. Und da fließt jetzt ein gewisser Strom drüber. Dieser Strom, der durch das dicke Pluskabel fließt, baut ein Magnetfeld auf. Und wenn ihr die Cinch-Leitung jetzt direkt daneben liegen habt, gehen diese elektromagnetischen Impulse in das Cinch-Kabel über. Und weil wir da eine Signalleitung haben, verfälscht es sofort das Signal und bringt uns halt dieses typische Lichtmaschinenpfeifen, einen Knacken, einen Knallen,
alle möglichen Störgeräusche mit, zum Beispiel auch wenn ihr dann nur die Tür aufmacht, das hört ihr schon in der Anlage drin. Kommen wir zum nächsten Szenario fürs Lichtmaschinenpfeifen, und das habe ich persönlich schon oft erlebt und kann euch sagen, das ist, ja, schlecht verlegte Kabel sind das eine, da habt ihr auch ein leichtes Lichtmaschinenpfeifen drin. Wenn ihr diesen Fehler habt, den ich euch jetzt beschreibe, dann mehr Lichtmaschinenpfeifen geht gar nicht. Und zwar eine durchgebrannte Chinch-Masse vom Radio. Meistens kommt es vom Radio, es kann auch von der Endstufe kommen, meistens aber eben vom Radio. Ich will jetzt nicht zu weit ausholen, wir haben ja die Chinch-Verbindung vom Radio zur Endstufe und das ist eine unsymmetrische Signalübertragung. Da werde ich auch noch ein Video zu machen, was es bedeutet, symmetrische, unsymmetrische. Obwohl wir im K-HiFi-Bereich oder generell im K-HiFi-Bereich eigentlich nur unsymmetrische Verbindungen haben, bedeutet im ganz Groben, dass elektromagnetische Impulse, die in die Chinch-Leitung eingehen, nicht sauber raus korrigiert werden oder genau eliminiert werden. Die Masse, beziehungsweise ihr habt das bestimmt schon mal gesehen, ein Chinch-Kabel ist zweipolig. Ihr habt in der Mitte den Pol und einmal außenrum. In der Mitte der Pol, das ist die eigentliche Signalleitung. Die Masseleitung außenrum, die dient als, ja, als Referenz für die Signalleitung und als, ja, Abschirmung, als leichte Abschirmung für Störimpulse. Und diese Masse des Chinch-Kabels ist übers Radio verbunden mit dem Radiogehäuse und über die Endstufe mit dem Endstufengehäuse verbunden und wird eben als Nullreferenz für das Signal benutzt. Was jetzt passiert oder passieren kann, ist, dass im Radio die Chinch-Masse durchbrennt. Das heißt, ihr habt eben keine Verbindung mehr von der Chinch-Kabelmasse bis zum Radiogehäuse. Das heißt, ihm fehlt oder der Signalübertragung fehlt die Referenz und ihr habt Störgeräusche, Lichtmaschinenpfeifen ohne Ende in der Anlage drin. Wenn ihr den Motor aus habt und die Anlage läuft, dann geht das. Ihr merkt das, wenn ihr irgendeinen elektrischen Verbraucher einschaltet, hört ihr das schon. Also ihr macht jetzt die Heckscheibenheizung ein, dann hört ihr das schon durch die Anlage, dass da irgendwas nicht richtig ist. Und sobald ihr dann den Motor startet, habt ihr alles, was irgendwie elektrisch am Auto passiert, hört ihr in der Anlage. Das Lichtmaschinenpfeifen, Knacken, Knallen, ihr macht die Türen auf, ihr macht die Lüftung an, egal was, ihr hört es in der Anlage. Wodurch kommt das? Warum brennt die Chinch-Masse durch? Es kann sehr viele Gründe haben. Ich kann euch mal einen Forumartikel hier unten verlinken, da könnt ihr euch selber mal ein bisschen schlau lesen. Es gibt hunderte Möglichkeiten, warum die Chinch-Masse durchbrennt, vom Potentialunterschied der beiden Gehäuse durch eine schlechte Endstufe, durch einen schlechten Massekontakt, dass er sich versucht, übers Chinch-Kabel Masse zu ziehen, also die Endstufe, dass er sich übers Chinch-Kabel Masse zieht, kann das nicht abhalten, brennt durch. Da gibt's hunderte Möglichkeiten. Ich möchte jetzt hier an der Stelle, ich kann euch das sagen, ich möchte kein Hersteller-Bashing machen oder sowas. Ich habe die schlechtesten Erfahrungen damit Pioneer gemacht, oder ich habe das Problem dreimal gehabt und dreimal war es bei dem Pioneer-Radio. Wie gesagt, ich möchte nicht gegen Pioneer bashen oder sowas, das sind absolut geile Radios, aber die sind da sehr empfindlich gegen, bei Alpine oder sowas habe ich das noch nicht gehabt, etc., aber spielt auch eigentlich nicht zur Sache, aber da waren das die Fälle, wo ich das hatte, und das tritt plötzlich auf. Ihr habt irgendwas, vielleicht lässt mal die Masseverbindung nach oder weiß der Geier was, irgendwas passiert, fliegt raus und ihr habt von jetzt auf gleich absolute Störgeräusche drin. So, Katastrophe. Wie kann ich das Ganze jetzt diagnostizieren, ob es mein Radio ist, wenn ich die Störgeräusche habe? Das ist relativ einfach. Ihr nehmt euch ein bisschen Kabel, einfach irgendwie 2,5 Quadrat Kabel, scheißegal. Isoliert das komplett ab und wickelt das um die Masseringe. Wenn ihr die Chinch-Kabel im Radio eingesteckt habt, um die Masseringe wickeln und dann zum Radiogehäuse. Wenn die Störgeräusche dann weg sind, ist definitiv eure Chinch-Masse defekt. Zu dem Punkt, da gibt es als dauerhafte Lösung, um das zu fixen, gibt es wirklich schon Schablonen, die dann über die Chinch-Ringe gehen und ans Gehäuse gehen, als feste Kupferschablonen. Dazu muss ich aber sagen, ich persönlich bin da kein Fan von und ich habe mir immer dann direkt ein neues Radio gekauft, wenn das der Fall war. Denn ich habe das aber auch mal überbrückt und ich habe das Gefühl, natürlich sind die Störgeräusche erstmal weg, aber ich habe das Gefühl, dass doch die Klangqualität runter leidet. Ich kann es technisch nicht begründen. Ich denke mal, dass in dem Radio zwischen Chinch-Masse und dem Radiogehäuse noch irgendwelche Kondensatoren bzw. irgendwelche Widerstände sitzen. Das weiß ich nicht. Ich habe noch kein Radio auseinandergeschraubt oder darauf geachtet. Aber das wäre mein Tipp, wenn ihr das habt, kauft euch einfach direkt ein neues Radio. Die kosten ja nicht mehr die Welt. Dann seid ihr komplett safe. Überprüft aber auch definitiv, ob eure Masseverbindung okay ist, ob alles gut ist. Nicht, dass ihr direkt das neue Radio wieder durchknallt. So Freunde, jetzt werde ich euch noch kurz erzählen, wie ihr denn
ja, die einzelnen Komponenten diagnostizieren könnt. Ich habe es euch gerade schon gesagt, beim Radio, ihr legt einfach die Chinch-Masse aufs Radiogehäuse, dann seid ihr safe. Wenn das Geräusch weg ist, wisst ihr, es ist meine Radiomasse durchgeknallt und ihr braucht ein neues Radio. Ist das Geräusch immer noch da, liegt es woanders. Die nächste Kette in dem Glied wäre natürlich die Chinch-Leitung, dass wir die prüfen. So, was man da machen kann, ist sich entweder eine separate, wenn man die hat, frei durchs Auto einfach so durchlegen. Zum Ausprobieren, was ich euch empfehlen kann, ist so ein Chinch-auf-Klinke-Kabel. Das klemmt ihr einfach direkt in die Endstufe mit der anderen Seite neuer Handy rein. Probiert das Ganze aus. So, sind die Störgeräusche dann weg, wisst ihr definitiv, okay, es kommt vom Radio oder vom Chinch-Kabel. Sind die Störgeräusche noch da, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Endstufe selber zu den Störgeräuschen kommt, sehr, sehr groß. Und wenn ihr an der Verkabelung, also an der Stromverkabelung, keine Fehler oder sowas sehen könnt, dass alles wirklich fest ist, dass alles gut verbunden ist, ihr könnt das auch messen durch den Spannungsabfall in der Plusleitung etc. Aber selbst wenn da irgendwas kacke ist, Hauptsache ihr habt keinen Wackelkontakt, führt das eigentlich nicht zu Störgeräuschen. Ist in aller Regel die Endstufe defekt. Habe ich persönlich noch nicht gehabt, habe ich auch von Bekannten oder sowas nicht gesehen. Wenn Störgeräusche da sind, basieren die meistens auf einem Einbaufehler oder wie gesagt eben auf einer kaputten Chinch-Masse. Das soll es dann auch schon wieder mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Schreibt mir mal bitte unten in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen mit Störgeräuschen gemacht habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Haut rein.